Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Und damit wir keine Zeit verlieren und wieder ein bisschen Geld verdienen, jedes Mal hier liegt ein Scheinwerfer von uns. Machen wir mal den Laden auf. Wird schon schief gehen. Ich habe bestimmt nicht genügend Hähnchen. Aber dann ist das so. Ich glaube, wir sind zu schnell expandiert. Die Leute vertrauen uns jetzt nicht mehr. Die kommen nicht mehr in unseren Laden. Warum hast du das nicht aufgefüllt, Hugo? Bitte schön. Jetzt sehe ich natürlich nicht mehr, wie das mit der Cola da hinten und dem Soda aussieht, aber ja, direkt werden drei Sodas gekauft. Der Laden füllt sich. Fünfzig. Salz und Schokolade. Okay. Was esse ich heute eigentlich? Esse ich auch Spaghetti? Wir haben mal wieder eine Idee. Spaghetti? Wisst ihr noch, ganz am Anfang, als wir nur sechs Artikel hatten? Guckt euch an, wie unser Laden gewachsen ist. Ist das unser aktueller Kassenbon-Rekord? Was machen die alle mit dem Klopapier? Ah, okay, Hugo füllt auf. Haben wir kein Mehl mehr? Wir haben kein Mehl mehr. Kein rotes. Das geht so nicht. Wo ist das rote Mehl? Oh, hier gibt's aber viel Pizza. Okay.
Der Herr hier guckt mich immer so böse an. Der starrt mir immer in meine Seele. Das ist doch mal ein schöner Einkauf gewesen. Nur das Wichtigste. Mir zwei Hähnchen mitgenommen. Bisschen dunkel hier hinten. Können wir nicht sagen, Kartenzahlung erst ab $20? Glaube, der hat auf das neue Müsli gewartet. Vielleicht drei Packungen davon gekauft. Ich glaube, die Gefrierfächer sind bestimmt gleich leer, wenn sie nicht schon leer sind. Ja, Hähnchen ist alle. Naja. Der Rest müsste aber alles noch da sein. Die wollen bestimmt jetzt alle Hähnchen. Ich treffe einfach immer nicht. So, ein Kunde ist noch im Laden. Jetzt raus hier aber. Feierabend. So. Ich glaube, Hugo hat Rückenprobleme. Der läuft so schief. Aber war doch so, wenn ich mir das Geld anschaue, was wir heute verdient haben, war kein schlechter Tag. Können wir jetzt das Lager wieder richtig voll knallen? Wenn wir mal die Toastkisten hier wegkriegen. Toast geht nicht mehr so gut, habe ich das Gefühl. Also. Jeden Fall genügend Hähnchen. Müsli. Das habe ich hier alles noch nicht im Lager. Doch, Hähnchen. Okay. Ach so, ist ja wieder der neue Tag. Oh Gott. Milch, Soda, Joghurt, Apfel. Milch.
Was hat sich beim Soda geändert? Ich lasse das. Oder meinen die irgendwas anderes? Ich nehme davon mal 4. Ach, die Cola meinen die. Das ist bei mir Cola und nicht Soda. Jetzt machen wir hier wieder die Regale voll. Puderzucker, Spaghetti, Nudeln. Tabs, Seife, Shampoo. Diese teuren. Geschirrspültabs. Das grüne Soda, Apfelsaft. Dieses längliche Kuchenzeug oder was das ist und Schokoriegel. Den hat man, glaube ich, schon bestellt. Ich habe den Überblick verloren. Dann brauchen wir wieder den Aufstrich und Reis. Jetzt räumen wir erstmal hier draußen auf. Aber hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Natürlich immer noch mal mit im Laden gucken und direkt auffüllen. Kann ja mal eine gute Geschäftsführerin sein. Bleib immer an der Treppe hängen. So, die müssen wir bestimmt auffüllen. Ja, und sonst weiß ich gar nicht, was ich gerade so erzählen soll. Kartoffeln sind da. Ja, fürs Toast war immer noch kein Platz. Ja, draußen hinstellen ist auch blöd. Naja, okay. Soda.
So da, so da. Habe ich, glaube ich, gleich wieder nichts von denen auf Lager. So ist das Regal voll. Ich hasse es. Da ist eine Kiste mit nur einem Inhalt wahrscheinlich. Oder zwei angebrochene Kisten und schon passt da nichts mehr hin. Es geht voran. Aber ich glaube, den Rest kann Hugo gleich alleine machen. Echt nur Platz für eine Kiste. Also das Hähnchen ist definitiv sehr unrentabel, wenn das ein Begriff ist. Frisst Haufen Platz. Glaube, ich muss hier beim Mehl noch mal schauen. Sieht irgendwie leer aus. Die Milch. Salz. Selbst die zwei Kisten Mehl reichen nicht. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich kann das immer nicht einschätzen. So, jetzt aber mal laden schon mal auf. Spaghetti sind auch schon wieder. Okay. So. Was ist mit den Kartoffeln? Hat er die schon gekauft? Mit den Kartoffeln. Okay, Butter habe ich jetzt keine nachbestellt, aber das sollte reichen.
Ja, der hat tatsächlich zweimal Kartoffeln gekauft. Ah, es gibt Kartoffeln mit Hähnchen. Manchmal stehe ich hier und schaue mir einfach nur an, was aus meinem Laden geworden ist. Und wenn ich dann sehe, wie Leute das Chocki-Pick-Müsli kaufen, werde ich ein bisschen sentimental. Damit fing alles an. Glaube ich zumindest. Oder? War das Chocki-Pick-Müsli in der ersten Produktlizenz? Wiedersehen. Die Milch ist heute ganz schön gefragt. Ja, du kaufst nur das teure, teuren Tabs. Und du nur Müsli. Und du nur Seife. Aber wir schätzen ja natürlich jeden Kunden. Natürlich. Stell dir mal vor, man müsste bei dem Spiel die Produkte wirklich jedes Mal in die Hand nehmen und dann den Scanner suchen, also den Barcode, und dann noch über den Scanner ziehen. Das wäre dann Hardcore-Simulator. Brauchen. Hast jetzt Milch mitgenommen? Ist keine Milch mitgenommen, Hugo. Füll die Milch nach.
Oh. Wir brauchen trotzdem Milch im Regal. Gerade wieder mal unaufmerksam. Ich vergesse dann immer, ich merke mir dann nicht, was die mir in die Hand gegeben haben. Ob die EC-Karte. Gut, dass wir gerade das gleiche nachfüllen, Hugo. Kümmere dich mal bitte um die Milch. Okay, Arbeitstag ist gleich geschafft. Außer für Hugo. Hugo arbeitet einfach 24/7. Ganz schön abgegrast, aber nichts, wo nichts mehr im Regal ist. Ja. Eigentlich. Welches Produkt ist bitte schön zu teuer? Es ist jeden Tag jemand da, der was zu teuer findet. Es ist auch einfach so ein bisschen random. Ich meine, wir alle finden Einkaufen zu teuer. Ja, das liegt jetzt nicht an einem Produkt im Speziellen. Okay, dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen mit einräumen, sonst sehe ich wieder nicht so richtig, was jetzt genau fehlt. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Tatsächlich. Wenn wir haben wieder ein bisschen Geld, wir könnten das Geld auch ausgeben, aber als erstes füllen wir mal unser Lager. Wir haben halt jetzt immer noch erst Supermarkt Level 19. Bis wir noch jemanden fürs Lager einstellen können, dauert es noch einen Moment. Ups. Ich glaube, das werden wir jetzt heute und morgen nicht mehr schaffen. Das hast du schon aufgefüllt. Sehr gut. Okay, also ich bestelle jetzt mal. Obwohl, ich bestelle in der nächsten Folge mit euch. In diesem Sinne bleibt mir gerade nichts anderes mehr zu sagen, außer danke fürs Zuschauen und wir sehen uns sehr gern morgen wieder zur vorerst letzten Folge Supermarket Simulator. Ja, vielleicht sehen wir es ja irgendwann in einem Livestream nochmal, aber ich bin morgen nochmal da. Also, schönen Tag jetzt noch und dann bis morgen. Bye, bye.